Schönen Dank für die nette Einleitung. Und ich bin tatsächlich sehr dankbar, dass ich heute hier bin, denn ohne Heim Oma und Arist von Schlippe gäbe es mich hier gar nicht. Denn ich baue auf diesen großartigen Konzepten dieser beiden auf. Und insofern bin ich dankbar, dass ich das vielleicht noch weiteren Interessierten darstellen kann. Und ich habe diesen Vortrag mal übertitelt mit Neue Autoritäten der Führung, und neu bezieht sich tatsächlich kursiv. Was ist denn eigentlich das Neue? Und die entscheidendere Frage finde ich immer, wozu denn eigentlich und wozu überhaupt? Also man kann ja auch sagen, wir können ja so weitermachen wie bisher. Also ich hoffe, am Ende der knapp 40 Minuten gibt es eine Antwort darauf oder zumindest neue Fragen. Kleine Struktur, ich werde, weil es das Thema ist, ein Thema voller Missverständnisse. Thorsten Groth hat das heute Morgen schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Wenn man sich da einmal etwas tiefer reinbegibt, wird es immer verwirrender. Insofern ein Versuch, ein kleines Autoritäts-Einmaleins darzustellen. Dann ein kurzer Blick zurück, woher kommt denn eigentlich unser Autoritätsverständnis? Also unser, das Überwiegende in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Ich möchte darstellen, welche drei Autoritätshaltungen es gibt, die auch relevant sind für Führung. Und ich meine, das ist meine steile These, es gibt einen blinden Fleck in der Transformation. Dazu werde ich noch was sagen. Und ich dachte irgendwie, ich muss da auch irgendwas erfinden, was irgendwie catchy ist vielleicht, das wird man in Berlin sagen. Also habe ich das Transformationsparadoxon genannt. Und zum Schluss, weil ich irgendwie das Gefühl habe, auch jetzt über meine beginnende Forschungsarbeit weiterzuziehen, würde ich Ihnen gerne erstmalig die Idee, die Weiterentwicklung dieser neuen Autorität beschreiben. Und ich nenne das die transformative Autorität. Naja, und Dialog, der kommt nach dem zweiten Vortrag noch. Das zur Struktur. Und ich weiß gar nicht, wieso ich diesen Titel dieser Folie so genannt habe. Meine Autorität, mein Fahrrad und ich. Wichtig ist erstmal, ganz kurz, ist auch schon angedeutet, Autorität ist kein Gegenstand wie ein Fahrrad oder ein Sack Reis, sondern natürlich, Autorität ist eine Dynamik, die erst in Beziehung entsteht, und deswegen kann sie auch nicht bröckeln, untergraben oder verloren gehen, oder Mensch kann sie also auch nicht haben. Vielleicht das mal so als Einstieg. Ich erläutere das, vielleicht im weiteren Verlauf taucht das immer weiter auf, was das genau heißt. Also egal aus welcher Disziplin man schaut, und das ist vielleicht der Vorteil, dass ich aus einer, naja, ich traue mich das kaum zu sagen, als BWLer, das ist ja keine Wissenschaftsdisziplin, würden Geisteswissenschaftler wahrscheinlich jetzt sagen, Wissenschaftlerin. Ich bin sozusagen, ich hänge nicht an der Soziologie oder ich hänge nicht an der Psychologie, ich hänge nicht an der politischen Theorie, ich hänge nicht an der Philosophie oder an der Linguistik. Aber das Interessante ist, wenn man sich mit Autorität beschäftigt, aus allen Wissenschaftsdisziplinen kann man draufschauen, und der gemeinsame Nenner über alle Disziplinen ist immer, Autorität hat was mit Zuschreibung von Führung zu tun, und zwar freiwillig. Und das reicht dafür noch nicht aus, wenn ich erstmal nur die Zuschreibung habe, aber jemand anders nimmt es nicht an, dann passiert erstmal gar nichts. Das heißt also, jemand muss auch diese Zuschreibung annehmen. Das heißt, er muss sich letztendlich kongruent in irgendeiner Form dazu zu verhalten, zumindest wie die Zuschreibung erfolgt. Und daraus entsteht überhaupt erst das, was wir vielleicht Autorität nennen. Aber es ist natürlich noch etwas komplizierter oder vielleicht sogar komplexer, wenn man das unterscheiden mag, die zwei Begriffe. Die Römische Republik, so etwa 30 vor Christus, da soll die angeblich existiert haben, laut der Literatur, die haben unterschieden zwischen Potestas und Auctoritas. Ich musste lang üben, um das überhaupt fehlerfrei aussprechen zu können, weil ich eben kein Latein habe. Und Potestas, aber diese Unterscheidung ist so wichtig. Die Unterscheidung ist so wichtig, weil Potestas die funktionsbezogene Form von Autorität ist. Also das, was über Hierarchie oder in Hierarchien, egal wie man die organisiert, die wird dort zugeschrieben. Und zwar, die legitimiert sich, und die Betonung liegt auf legitimiert sich, über Gesetze oder Verträge. Und darüber wird sozusagen die funktionale Form von Autorität zugeschrieben. Das kann eine Führungsfunktion sein, das kann aber auch eine Führungsrolle sein. Und ob das dann in einem selbstorganisierteren Umfeld ist oder in einem weniger selbstorganisierten, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Also Potestas ist einfach nur anders organisiert. Also vertikal oder horizontal. Potestas ist aber, könnte man sich vorstellen, wie so ein leerer Container. Den kann man hinstellen, und schön, dass es ihn gibt, der macht erstmal gar nichts.
sondern Auctoritas braucht es dazu. Das ist sozusagen die personenbezogene Autorität, die sich über Beziehung legitimiert. Also über die Art der Beziehungsgestaltung legitimiert sich und bildet sich Auctoritas in der Wechselwirkung. Und erst durch Auctoritas bekommt Potestas überhaupt erst Kraft. Und wahrscheinlich kennen Sie das auch aus Ihren Biografien mit Institutionen oder Führungskräften. Nur weil jemand einen Titel hat, Potestas zum Beispiel, oder einen bestimmten Archetyp vor sich herträgt oder das zeigt, ein bestimmtes Symbol, heißt das noch lange nicht, dass er oder sie eine Autoritätszuschreibung bekommt. Das erhöht vielleicht die Wahrscheinlichkeit und in der Vergangenheit noch mehr, weil wir aus patriarchalen Gesellschaftsstrukturen kommen. Aber letztendlich ist das keine Garantie. War es noch nie. So, und jetzt durch den Wandel unserer Gesellschaft, durch den Wertewandel, bekommt Auctoritas eine viel höhere Bedeutung als früher. Ja, also ich sage das immer gerne salopp, früher konnte man sich in einer Autoritätsfunktion, und Mann ist da gar nicht falsch, weil meistens waren es Männer, ja, die über die patriarchale Gesellschaftsstruktur einfach auch über Gottes Vater abgeleitet, die Vorrechte hatten, Autorität zu haben. Die mussten dafür nichts tun. Also die konnten sich wie die Axt im Wald verhalten auf der Auctoritas-Ebene. Es wurde nicht hinterfragt. Und das hat sich eben gewandelt, aus verschiedensten Gründen. Also Auctoritas ein ganz zentraler Punkt. Und in den weiteren Verlauf beziehe ich mich hauptsächlich auf Auctoritas, weil das ein zentraler Faktor ist, weil da kann man viel dran machen. Was mich total gefreut hat, dass Thorsten Groth heute den Versuch unternommen hat, und ich meine das nicht zynisch oder ironisch, sondern es ist wirklich ein Versuch, ein permanentes Streben, eine Unterschiedsbildung herbeizuführen zwischen Autorität und Macht. Und eigentlich, je nachdem, welche Machtdefinition man nutzt, also wenn ich jetzt an Foucault denke beispielsweise, ein französischer Philosoph, der sagt ja zum Beispiel, ja, Macht ist irgendwie Kräfte, die wirken. Ja, also okay, dann könnte man sagen, Autorität ist auch Macht, sehr generisch. Dann könnte man Hannah Arendt herannehmen als politische Theoretikerin, die sagt, okay, Autorität ist eine Form, dass Menschen sich zusammenschließen und für gemeinsame Ziele handeln. Können wir sagen, ja gut, das ist irgendwie auch ganz gut. Die meisten, die Autorität und Macht irgendwie in Erinnerung haben, sind geprägt durch Weber. Und Max Weber, der Soziologe, hat ja herausgearbeitet, dass, ich habe das mal sehr komprimiert, also es ist die Möglichkeit, meine eigenen Interessen, meinen eigenen Willen auch gegen die Interessen des anderen durchzusetzen, egal auf welcher Chance das beruht und so weiter. Ich finde aber von Glasl, und da habe ich Parallelen entdeckt zu deiner Definition, Thorsten, Glasl hat eine wunderbare Definition gebracht zu Macht, dass es eine Möglichkeit ist, anderen Menschen etwas zuzumuten. Und wenn die natürlich weniger Chance haben, sich dieser Zumutung zu entziehen, dann entsteht natürlich eine Form von Macht. Und ich finde es wichtig, Autorität und Macht zu unterscheiden, auch wenn es vielleicht wahrscheinlich eine philosophische Diskussion eher ist, ja, also wieder an Foucault gedacht. Eigentlich kann man es gar nicht unterscheiden. Ich finde es aber wichtig, um es zu dekonstruieren, um vielleicht das Neue an diesem Thema zu entdecken, ist es einfach notwendig, das ein bisschen mal kleiner zu machen. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich unterteile es künstlich. Und Autorität, erstmal grundsätzlich, das habe ich eben gesagt, ist die freiwillige Zuschreibung von Einfluss und Führung und freiwillige Folgebereitschaft. Autoritäre Autorität als besondere Form ist eigentlich ein bisschen schräg, weil autoritäre Autorität bedeutet letztendlich mehr oder weniger eine strukturelle Über- und Unterordnung, die Gehorsam erwartet. Und sie erwirkt die Gefolgschaft über subtile Formen von Drohung, und die kippt in dem Prozess des Vollzugs sozusagen in Macht. Und deswegen, das ist meine These, ist Macht und Autorität und insbesondere autoritäre Autorität, die kriegt man irgendwie gar nicht so auseinandergetrennt, je nachdem, welcher Definition man natürlich jetzt folgt, weil irgendwie hängt das mit zusammen. Zumindest so, wie wir oder wie ich das zumindest auch erlebt habe. Und insofern ist autoritäre Autorität vielleicht nur so lange Autorität, solange sie nicht in den Vollzug von Drohung kippt, weil dann, da würde ich wieder Hannah Arendt folgen, die sagt, am Ende wird Autorität bzw. Macht erzeugt Gewalt, weil ich muss es irgendwie umsetzen. Und Gemach und Gewalt in unseren Gesellschaften, da möchte ich auf Sennett mich beziehen, Richard Sennett, das ist auch eine super Buchempfehlung, ich hoffe, ich habe die hinten drauf dann noch in meinen Folien, der hat ein Buch über Autorität geschrieben, der sagt, die moderne Form unserer Gewalt in unseren Gesellschaften ist Beschämung. Und ich finde, da ist ganz viel dran, ja.
So, also das zu Gewalt in unseren Organisationen so. Und ich habe im Zuge jetzt auch meiner Arbeit, meiner wissenschaftlichen Arbeit begonnen zu sagen, ja, wie würde ich denn Autorität überhaupt definieren in organisationalen Kontexten? Weil es ist natürlich kontextabhängig. Wenn ich Autorität im politischen Bereich definiere, brauche ich noch andere Beschreibungen und Zuschreibungen als im organisationalen Kontext. Also insofern, das ist nur die organisationale Definition von Autorität. Und auch das habe ich mir natürlich nicht selber ausgedacht, sondern ich beziehe mich auf eine Definition von 1970 von Helmut Ziegler. Der hat eine wunderbare Dissertation geschrieben über Autorität im Industriebetrieb. Und ich habe das ergänzt eben, und das ist wahrscheinlich offensichtlich für die Expertinnen und Experten unter Ihnen, die systemtheoretisch fit sind. Autorität ist ein homöostatisches Ergebnis von freiwilligen Zuschreibungen, Überführen und Folgen. Und dieses emergiert kontinuierlich durch einen wechselseitigen Verhandlungsprozess, also Kommunikation ist für mich auch eine Form von Verhandlung, zwischen Menschen innerhalb eines organisationalen Kontextes. Und die Zuschreibungsquellen und die Legitimierung, also woraus sich diese Zuschreibung bezieht, die wechseln wirken mit den Verhandlungsparteien. Also man könnte sagen, darüber wird ein sozialer Konsens versucht zu verhandeln. Was ist denn bei uns eigentlich wahr? Was verstehen wir eigentlich unter Autorität? Und zwar das auf struktureller Ebene, auf einer individuellen Ebene, als auch natürlich auf der Ebene des Kommunikationsprozesses. Das heißt, es bezieht sich auch auf Organisationsstrukturen, die tragen natürlich dazu bei, wenn sie sehr vertikal und vielleicht auch mit Individualisierungsdynamiken gekoppelt sind, also individuelle Bonungssysteme und so weiter, dann hat das natürlich auch eine Form von Zuschreibung auf Autorität. Und ich will das konkretisieren, warum ich diese Definition durchaus hilfreich finde. Und ich bin gespannt dann auf die Diskussion auch noch dazu. Die veröffentliche ich jetzt hier zum ersten Mal. Das kann man darüber ganz gut zeigen, dass wenn Menschen in einer Institution der Charismatiker sind oder die Autorität, dann kann es sein, dass die abgeworben werden. Man sagt, ja, wir brauchen so eine starke Führungspersönlichkeit, so ein Charismatiker, der muss jetzt irgendwie sind ja nach wie vor immer noch meist Männer. Das heißt also, wir müssen irgendwie eine Form finden, das in unsere Organisation zu holen. Dann kommt der in die neue Organisation und auf einmal ist irgendwie von diesem Charisma, kommt da nicht so viel rüber. Und ich beschreibe das immer ein bisschen platt, dass ich sage, ja, möglicherweise in dieser einen Organisation war eine charismatische Zuschreibung von Autorität, also der soziale Konsens, die Quelle und die Legitimation war wenig Haare. Wenig Haare. Jetzt kommt dieser Mensch mit wenig Haaren, vielleicht eine Organisation, die Zuschreibungsquelle ist dort Locken. Kann ja sein. So, und schon, obwohl dieser Mensch mit wenig Haaren vielleicht überhaupt nichts anderes macht, aber eine Zuschreibungsquelle, ein Merkmal ist anders und das ist dort der soziale Konsens, hast du nicht mehr Autorität. Also hast im Sinne von Zuschreibung. Und das ist dann keine persönliche Eigenschaft und deswegen habe ich sehr große Schwierigkeiten zu sagen, es gibt natürliche Autorität, auch natürlich ist ein Zuschreibungsprozess. Ja, weil Menschen sich einigen, bestimmte Merkmale definieren wir als natürlich. Oder man könnte es auch noch anders sagen, das ist durchaus kritisch gemeint, wenn man an natürliche Autorität glaubt, trägt man sehr viel dazu bei, dass Autorität nicht verhandelbar wird. Und deswegen ist es so wichtig, und das ist auch meine Anliegen, Autorität zu dekonstruieren, um zu schauen, aus welchen Bestandteilen findet das denn statt. Weil wir brauchen sozusagen verteilte Autorität mehr. Das ist meine Überzeugung davon. Insofern soll diese Definition auch ein Beitrag dazu sein, das in eine Diskussion zu bringen. Also Definition von Autorität in organisationalen Kontexten. Und ich habe mich dann gefragt, woher kommt denn eigentlich so unsere Sicht oder meine Sicht zumindest auf Autorität? Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, ich habe so mehrere Ereignisse zusammengebracht. So zwischen 1870 und 1930 tendenziell wird in der modernen Unternehmensgeschichte so die zweite industrielle Revolution verortet, also die Dampfmaschine, die entstand. Und da, wenn man auf die Gesellschaftsordnung guckt, waren wir in einer feudalen, patriarchalen Gesellschaftsordnung. Also Potestas hatte die Hauptfunktion, ja, man könnte vielleicht auch sogar sagen Macht, und Auctoritas, ja, war irgendwie auch da, aber hatte nicht die Bedeutung. Und das war die Blütezeit der Massenproduktion, der Prozessorganisation, wie man das organisationstheoretisch auch bezeichnen könnte. Und da sozusagen war es die Hochzeit, wenn auch vielleicht nicht die Geburtsstunde, dieser patriarchalen, autoritären oder vertikalen Autorität.
Dann ging es weiter, etwa so um 1968 herum, tauchte ja in den Unternehmen auf, okay, mit der Massenproduktion und den doch etwas schneller werdenden Veränderungen von Organisationen, das bekommst du nicht mehr alles nur mit der Massenfertigung, mit der Prozessorganisation. Wir brauchen irgendwie Formen, dass nicht mehr ein kongenialer Ingenieur alles vordenkt. Der denkt auch die Kästchen vor und die anderen müssen einfach nur funktionieren in den Kästchen, was vorgedacht war. Nee, wir brauchen irgendwie ein paar mehr Menschen, die mitdenken bei der Problemlösung. Und da entwickelte sich die Projektorganisation. Und die dritte industrielle Revolution wird auch beschrieben als die Computisierung. Das heißt also, Computer wurden dort zur Steuerungstechnik von Produktionsanlagen unter anderem eingesetzt. Und es war parallel auf einer gesellschaftlichen Ebene, war es sozusagen der Beginn einer Idee der permissiven Erziehung. Das heißt also, die Menschen hatten die Idee, diesen autoritären Muff aus der Feudal- und Nazi-Zeit abzulegen, zu sagen, wir akzeptieren überhaupt keine Autorität mehr. Also wir gehen sozusagen ins Anti-Autoritäre. Und ich finde, da gibt es ja unterschiedliche Beschreibungen. Arist von Schlippe verortet das als eine Idee unter dem Begriff von Willy Brandt, der sagte, wir müssen mehr Demokratie wagen. Ich finde, es gibt ein wunderbares Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus 1959. Und dort wurde ein Urteil gefällt, dass bei Missstimmung zwischen Eltern der Vater nicht mehr das letzte Wort hat. Das heißt also, 1959 wurde das abgeschafft vom Bundesverfassungsgericht. Also Eltern waren auf einmal gleichberechtigt in der Entscheidung. Ja? Bis dahin galt noch, der Mann hat das letzte Wort, patriarchale Autorität. Also man könnte vielleicht sagen, schon 1959, scheint für Stimmung zu sorgen. Ja. Gut, dass Sie das jetzt wissen, oder? Hätten Sie das schon vorher gewusst. Okay. Also man könnte vielleicht sogar sagen, 1959 begann ein Prozess, der 68 dann sich vielleicht komplett vollzogen hat und zur Blüte kam, die antiautoritäre Bewegung, permissive Erziehung. Und dann 1995, wenn man mal auf diese agilen Manifeste zurückschaut, Scrum hauptsächlich, das taucht ja Ende des letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends in dem Sinne sogar auf, da tauchte das Thema agil mehr oder weniger auf, oder Agile, wie es genannt wird. Und das ging einher mit der vierten industriellen Revolution. Also die Digitalisierung, Vernetzung sozusagen, Mensch-Maschine und Maschine mit Maschine, was noch weit mehr ist als nur Automatisierung. Und es gab aber bis dahin kein neues Autoritätskonzept, wo man sagte, naja, also was passt denn vielleicht dazu? Also die Frage haben sich die wenigsten gestellt. Aber ich bin darauf aufmerksam geworden, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt, als mir aufgefallen ist in der sogenannten agilen Szene, dass die Suche danach war nach Methoden und Konzepten, wie können wir Führung, wie können wir Zusammenarbeit organisieren. Aber es gab kein Konzept, keine normative Idee dazu. Und dann ist mir eingefallen, dass eigentlich diese neue Haltung zur Autorität eine Antwort sein könnte darauf. Und deswegen würde ich das beschreiben als die neue horizontale Autorität, ein Modell eben, was Haim Omer in Israel entwickelt hat, mit der Arbeit von schwer erziehbaren und gewalttätigen Jugendlichen, was Arist von Schlippe dann nach Deutschland gebracht hat und mit ihm weiterentwickelt hat. Das habe ich dann eben auf Führung übertragen und das könnte man als neue horizontale oder wie ich es jetzt nenne, auch transformative Autorität nennen. Und das war zum ersten Mal, oder es ist zum ersten Mal ein drittes Modell, was eine Antwort sein könnte, wie man auch Führung und Folgen denken kann. Bisher hatten wir, und das erklärt sich vielleicht daher, zumindest habe ich das erlebt, in Schulen und Bildungseinrichtungen, auch wenn es Ausnahmen gibt, was mich total freut, aber die Masse von Schulen und Ausbildungsbetrieben basiert immer noch auf mentalen Modellen, die aus der Projekt- und Prozessorganisation kommen. Also es hat entweder hat es eher autoritäre Züge, die aber kooperativ verpackt sind, aber im Kern geht es dann doch wieder um, was der Lehrer oder der Professor oder was auch immer sagt, wird gemacht. Oder es hat eine diffuse, sich entziehende Form. Irgendwie ist gar nicht klar, was machen wir denn jetzt? Und deswegen finde ich es so schwierig, wenn man jetzt darauf vertraut und sagt, naja, die neue Generation, die wird es richten. Na, meine These ist und meine Beobachtung auch bei unseren eigenen Kindern ist, das wird ständig nachproduziert, dieses mentale Modell von Autorität oder autoritäre Autorität und Gehorsam, wenn auch kooperativ verpackt. Und das finde ich noch schwieriger, weil es eine doppelte Botschaft ist.
Ja, also das heißt, unsere Tochter sagte mir neulich mal, ja, wenn wir einen neuen Lehrer bekommen, dann checken wir als allererstes, meint er das, was der sagt oder nicht, wenn es zum Beispiel darum geht, dass der gerne Rückmeldung zur Stunde haben möchte. Und wenn wir einen Eindruck haben, der möchte das nicht, sagen wir, nee, war super. Das heißt, die entwickeln ein Seismograph dafür, und wahrscheinlich kennen Sie das auch, also ich kenne das aus meiner Schulbiografie, ein Seismograph dafür, ist es ernst gemeint und hat das wirklich eine andere Haltung dazu oder ist es einfach nur sprachliches Geklingel und eine Methode? Und ich finde, das habe ich neulich entdeckt, das ist so ein wunderbares Beispiel dafür, das sind Abi-Klausuren in Deutschland. Ich finde, das symbolisiert nochmal, wir sind einer vernetzten Gesellschaft, wir bewegen uns auf Kollaboration. Oder das finde ich auch ganz schön, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, da steht drauf, meine Strategie ist es, engen Kontakt mit meinen Angestellten zu pflegen. Ich musste mich da an meine Zeit in der Bank erinnern, da wurde ich ja sozialisiert, organisationssoziologisch und psychologisch könnte man sagen, und da dachte ich, ja, das kenne ich noch. Ja, so. Also das heißt, diese mentalen Modelle sind natürlich alle noch in unseren Köpfen. Und deswegen sind diese drei Haltungen, die möchte ich noch mal kurz etwas differenzieren, die sind so zentral, dass man die vielleicht erst mal kennt oder sich reflektiert dazu. Und das ist vielleicht auch wichtig, weil es häufig so, naja, ich bin schon total in dieser horizontalen, naja, also ich kenne es bei mir, manchmal triggern mich auch noch andere Teile, weil natürlich ich mir das von jemandem abgeguckt habe. Ja, und das waren meine ersten Trainerinnen und Trainer, es waren nicht nur meine Eltern, aber auch erste Lehrer und so weiter. Und im Sinne des Modelllernens, unsere ersten Bezugspersonen, die prägen natürlich unsere Art, wie wir Führung und Folgen interpretieren. Also insofern, vermutlich finden Sie sich jetzt gleich in mehreren dieser Säulen und nicht in der Reihenform. Also vertikale Autorität, die legitimiert sich über Fachwissen und Vorrechte, ja, weil ich das immer so gemacht habe, die basiert auch auf einer Haltung von Misstrauen und Kontrolle. Und da eine kleine Anekdote dazu noch, wenn man sich, es gibt eine Dissertation, die hat Industrieordnung um 1910 herum rausgearbeitet in Franken. Und da steht zum Beispiel drin, dass der Chef wie der Vater geehrt werden soll, ja, 1910. So, und die Idee dahinter ist, hinter diesen Fabrikordnungen, wenn man nochmal schaut, ist, dass Menschen eigentlich gar keine Lust hatten, in Industrieunternehmen zu arbeiten früher, weil die vorrangige Produktionsform früher war ja Manufakturfertigung in kleinen Verbünden, außerhalb von Städten. Und durch die Industrialisierung war das nicht mehr wirtschaftlich genug. Das heißt also, die Menschen mussten irgendwie in Fabriken, obwohl viele dazu überhaupt keine Lust hatten. Und die Maschinen waren aber noch fehlerabhängig. Das kann man wirtschaftshistorisch gut dokumentiert. Und die sind dann einfach nach Hause gegangen, wenn die Maschine stand. Oder die haben sich schlafen gelegt. Und daraus, aus dieser Beschreibung, ist nachvollziehbar, heute vielleicht aus der heutigen Sicht schwer, ja, aber aus der damaligen Logik heraus total nachvollziehbar, dass Führung oder Vorgesetzte natürlich sagten, das sind faule Hunde. Menschen sind faule Hunde. Wenn du die nicht trittst, wenn du die nicht kontrollierst, die arbeiten nicht. Das heißt also, dieses mentale Modell von, ja, ich muss misstrauen, ich muss kontrollieren, weil Menschen einfach faul sind, das hatte damals hatte eine gute Begründung. So, es basiert auf belasteten Beziehungen und Distanz und insbesondere auf Handlungsdruck, weil autoritäre Autorität an Gehorsam gekoppelt ist. Das heißt also, autoritäre Autorität oder vertikale Autorität erwartet Gehorsam und erlebt es immer sozusagen als so eine Rückkopplungsschleife. Wird noch mal gehorcht, hab ich noch Autorität? Und wenn Gehorsam nicht geleistet wird, also wenn Anweisungen gegeben werden oder Bitten geäußert werden, kooperativer verpackt, aber die Haltung ist eine Anweisung, und es wird nicht sofort, meist sofort ausgeführt, kommt derjenige oder diejenige, die noch auf dieser Haltungsbasis basiert, unter Druck im Sinne von, werde ich jetzt noch ernst genommen? Hab ich noch Autorität? Folgt man mir noch? Und daraus entsteht ein Handlungsdruck, möglicherweise Druck auszuüben oder noch mal mehr massiv zu werden, damit den Anweisungen Folge geleistet wird oder der Bitte Folge geleistet wird. Und das heißt, das geht natürlich auf belastete Beziehungen. Das belastet Beziehungen, weil letztendlich ich anfange, in eine symmetrische Eskalation zu gehen. Das heißt, ich mache Druck, je nachdem, ob der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dagegen hält, eskaliert das hoch oder es führt zu einer Anpassungsreaktion, aber die Beziehung leidet darunter. Ja, das Vertrauen sinkt. Und deswegen interpretiere ich das so, dass dieser Handlungsdruck eine permanente, latente Konflikteskalation ist in dieser Haltung. Ich bin ja ständig auf der Lauer, läuft das alles noch?
So, und ich muss mit Bestrafung arbeiten, natürlich, weil ich muss ja ein Exempel statuieren, dass die Organisation weiß, ah, okay, wenn das passiert, mache ich das besser nicht. Und das ist das, was vielleicht dann wieder mit Macht zusammenkommt, was wir heute gehört haben schon. Macht ist am besten dann, wenn sie nicht ausgeführt wird. Und das kommt da vielleicht auch ganz gut. Das ist eher die Drohung der Bestrafung. Und sie basiert auf Intransparenz. Das heißt also, Menschen, die mit dieser Haltung unterwegs sind in Führung, die würden zum Beispiel sagen, ich muss mich nicht rechtfertigen. Vor dir muss ich mich nicht rechtfertigen. Das dahinter, also Transparenz, wird er eher als Rechtfertigung interpretiert, statt als, ja klar, ich mache das transparent, damit der andere das nachvollziehen kann oder lernen kann. Also aus dieser Haltung heraus, reine Haltung, wird das eher als Rechtfertigung interpretiert und führt zu Intransparenz. Dann die diffuse Autorität, die hat eher eine unklare Legitimation, weil meistens gar nicht klar ist, wird denn Führung überhaupt angenommen oder auf was bezieht die sich? Die hat auch so eine Form von Gleichgültigkeit oder blindes oder naives Vertrauen im Sinne von, ja, es wird schon, die werden das schon machen, ja, ich vertraue denen. Aber das basiert nicht auf einer tiefen Grundüberzeugung, sondern eher auf so einem, ja, das wird schon. Oder ich kümmere mich viel mehr um mich selbst, mir ist das eigentlich egal, was die anderen denken. Es hat eine Form von innerer Abwesenheit, also es ist nicht eine Präsenz und ein Druck, der über belastete Beziehungen entsteht, sondern eher von, ich kümmere mich um mich selbst oder ich bin schlichtweg gar nicht da, ich tauche gar nicht auf. Es hat schnelle und wechselnde Beziehungsrelationen, das heißt also, die autoritäre Autorität basiert unter anderem auch darauf, dass sie Menschen vereinzelt, das hat eher so sternförmige Kommunikations- und Interaktionsbeziehungen, weil alles ja über den Chef läuft oder die Chefin. Und bei dieser diffusen Autorität, entweder läuft es mal über mich, dann läuft es mal nicht oder man weiß es irgendwie gar nicht. Wie sind denn jetzt überhaupt die Beziehungen? Gibt es irgendeine Form von Über- und Unterordnung oder nicht? Mal ist es da, mal nicht. Der Konfliktstil, zu dem ich auch forsche, der hat eher so einen Aspekt von Gleichgültigkeit und Beschwichtigung. Ja, das heißt also, wenn dann Eskalationen entstehen oder Konflikte entstehen, dass Führungskräfte dann eher anfangen und zu sagen, naja, ach, ist ja nicht so schlimm oder ist egal oder pff, ich gehe einfach drüber weg. Es hat eine Ungebundenheit, das ist gar nicht klar, gibt es da überhaupt eine Überunterordnung, Nebenordnung, was auch immer. Es hat eine komplementäre Eskalation, das heißt, teilweise wird so lange provoziert, bis endlich eine Reaktion kommt von der Führung. Aus dem pädagogischen Bereich kann man das wunderbar sehen, ja, Kinder provozieren so lange, bis sie hoffentlich endlich eine Grenze bekommen, damit sie merken, wo hören sie auf. Das nennt man komplementäre Eskalation. Wenn denn eine Reaktion kommt der Autoritätsperson. Oder es hat was von Fluchtgleichgültigkeit, das heißt, ich stelle mich gar nicht diesem Thema, ich gehe gar nicht in Reibung, das ist die Haltung. Und was das Thema Transparenz angeht, ist klar, es ist auch unklar und intransparent. Und die neue horizontale, transformative Autorität, die legitimiert sich über Beziehungswissen, über emotionale Intelligenz, über Formen von intelligenten Methoden, wie ich Menschen in Kollaboration zu gemeinsamen Zielen bringe. Das ist die Legitimationsgrundlage. Dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen mir auf Basis dieser Werte und der Umfeldbedingungen, die wir heute haben, Autorität zuschreiben. Es ist keine Garantie, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit. Sie basiert auf Vertrauen und obwohl ich kein Luhmann-Experte bin, aber das Zitat finde ich super von ihm, kennen Sie wahrscheinlich oder viele, die Luhmann kennen, Vertrauen bei Luhmann heißt das Risiko einzugehen, dem anderen erstmal was Gutes zu unterstellen. Und das finde ich, drückt sehr gut diese Idee von Vertrauen, dieser Autoritätshaltung aus. Ich fange erst mal an, dem anderen Gutes zu unterstellen. Wenn es nicht läuft, kann ich ja immer noch arbeiten dran. Und das ist wirklich das Entgegengesetzte zu dieser Haltung, dieser autoritären Haltung, die sagt, du musst dir dein Vertrauen erstmal verdienen. Präsenz bedeutet eine Form der Nahbarkeit und nicht eine Kumpelhaftigkeit oder dass wir Freunde werden sollen oder gar Familie oder so, überhaupt nicht, sondern es bedeutet, dass diese Menschen eine relative Nähe-Distanz-Beziehung miteinander aushandeln, wo sie sagen, da können sichere Beziehungen entstehen. Das bedeutet Präsenz, also nicht nur da sein, sondern auch das Gefühl zu erzeugen, wir sind in einer sicheren Beziehung. Vernetzung und Kooperation, also auch genau das Gegenteil, was die autoritäre Autorität anstrebt und in Bezug auf Führung bedeutet das, Führungskoalitionen zu bilden, Gemeinschaften, um gemeinsam die Potestas, die Funktionsautorität, die wir als Führungskörper, ich benenne das mal ein bisschen technokratischer, die wir als Führungskörper haben, dass wir die auch wahrnehmen, nicht gegen Menschen, sondern für gemeinsame Ziele. Und das bedeutet Vernetzung, egal wie dann Führung auch organisiert ist.
Dieser Konfliktstil, und ich habe das vorhin auch gesagt, das war für mich erstaunlich in einer Arbeit, die ich getätigt habe, dieser Konfliktstil, der ja von Gandhi kommt und gekoppelt ist mit der Bindungstheorie, das war die Innovation von Haim Omer, der sozusagen gefragt hat, wie können wir denn in Konflikte gehen, in Widerstand gehen von Kindern, die gewalttätig sind und die sich damit ausgrenzen, ohne dass wir die Beziehung zerstören. Weil die autoritäre Autorität arbeitet mit Gewalt und macht platt oder grenzt aus, beschämt. Diffuse Autorität ist irgendwie keine hilfreiche Form von Konfliktbearbeitung. Also was für eine Form finden wir, dass trotzdem Beziehung entstehen kann, wir uns aber gegen schädigendes Verhalten stellen. Und da hat Omer diesen Konfliktstil oder den gewaltfreien Widerstand von Gandhi gekoppelt mit der Bindungstheorie. Und das könnte man wunderbar nennen als Beharrlichkeit. Das heißt also, es ist eine Form von Deeskalation, das zeigt sich da auch nochmal, einseitige Wiedergutmachungs- und Versöhnungsgesten und trotzdem in den Widerstand gegen schädigendes Verhalten. Bei gleichzeitigen positiven Beziehungsbotschaften. Und diese Doppeldeutigkeit, die ist ungeheuer kraftvoll, weil natürlich Menschen in der Regel das zum ersten Mal erleben. Das ist sozusagen eine maximale Musterveränderung in der Interaktion. Und das geht nicht schnell. Deswegen heißt das auch Beharrlichkeit, weil das ein längerer Prozess ist natürlich. Es ist aber ein ganz zentraler Punkt. Heute Morgen, ich weiß gar nicht, wer das sagte, zum Thema Gleichheit. Die Unterscheidung, die ich wichtig finde, bedeutet Gleichwertigkeit. Also in Organisationen sind Menschen nicht gleich, aber sie sind gleichwertig in meinem Empfinden. Oder ich meine, Hüter hat das reingebracht, das Wort Gleichwürdigkeit. Das heißt, dass das Verständnis in Organisationen ist zwischen Führung und Mitarbeitenden oder Menschen oder Kollegen, wie sie sich auch immer bezeichnen, bedeutet, wir sind gleichwertig, wir sind aber nicht gleich. Das heißt also, wenn ich eine andere Rolle habe, habe ich eine Rollenunterscheidung. Das heißt also, ich mache keine Rollendiffusion. Und da ist es auch wieder gleich, ob das vertikal oder horizontal organisiert ist. Spielt dabei keine Rolle. Zum Konfliktstil habe ich schon was gesagt. Und Transparenz bedeutet letztendlich, dass ich nicht nur als Führungsperson in einer Führungsrolle oder als Führungskraft auch zu meinen eigenen Fehlern stehe und die als eine Art der Berichterstattung darstelle. Nicht im Sinne von, ich kokettiere damit oder irgendwas anderes, sondern ich erstatte Bericht, dass man das Lernen möglich wird. Oder ich sorge dafür, dass andere auch die Möglichkeit haben, geschützt Bericht zu erstatten über ihre Fehler. Das bedeutet Transparenz auch. Ja. So, ich habe noch 10 Minuten, jetzt muss ich mich sputen. Es gibt leider so viel zu erzählen dazu. Ja. So, wenn man sich das mal anguckt, Edgar Schein hat ja so ein Seerosenmodell entwickelt und da gab es eine Idee, das zu übertragen. Ich glaube, das kommt sogar von Bernd Österreich, seinen Nachnamen weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das ist auch ein Kollege von Ihnen hier. Ne? Genau. Der hat das ein bisschen übertragen, adaptiert, da haben wir noch ein bisschen dran rumgeschraubt und im Kern ist das aber eine gute Idee, zu sagen, was jetzt passiert ist, dass viele Konzepte, was Selbstorganisation, Gleichberechtigung, Methoden, habe ich mal die genannt, Vertrauen, Autonomie, das findet in meinem Empfinden auf der Verhaltensebene statt. Die Annahme aber mit diesen Methoden basiert aber auf Gleichwertigkeit. Jetzt treffen diese Methoden, die diese Annahmen für die Wirksamkeit brauchen, das trifft aber auf eine Autoritätswahrnehmung und nicht nur von Führungskräften, auch von Mitarbeitenden, die immer noch auf Unterordnung, Gehorsam und Kontrolle und Misstrauen basiert. Und das ist sozusagen der blinde Fleck der Transformation, dass diese Konzepte irgendwann nicht halten. Die finden keinen Halt, weil die mentalen Modelle, die emotionalen Modelle, die sind nicht passig zu dem, was diese Methoden brauchen, um eine Anschlussfähigkeit zu erzeugen. Also kognitiv ist den Menschen das alles klar. Die finden es auch super. Aber es passt irgendwie nicht zu ihren gelernten Mustern von Führung oder Folgen. Und deswegen haben wir einen blinden Fleck der Transformation. Und meine These ist, das hängt unter anderem damit zusammen, welche Haltung haben wir denn zur Autorität? Also wie schauen wir auf Autorität? Und nicht nur Führungskräfte oder Menschen in Führungsrollen, sondern auch diejenigen, die Autorität zuschreiben. Also die folgen irgendwann. Also meine These ist, wir brauchen für die Transformation von Führung, egal wie die organisiert ist, brauchen wir eine Reflexion unserer Autoritätshaltung. Und unser meine ich wirklich unser aller, nicht nur von Führung. Also ist meine Idee, und das war der Wunsch noch, ich soll was zur Selbstorganisation sagen, das möchte ich an der Folie machen. Also das Transformationsparadoxon bedeutet, meine These ist, wir brauchen noch mehr Führung als weniger Führung, aber in einer anderen Form. Und zwar in einer anderen Form, die sich als temporärer Reifegradausgleich versteht sozusagen, bis Menschen
selbst- und mitverantwortlich und sozial handlungskompetent für gemeinsame Ziele wirken. Weil was ich erlebe aus der Praxis, und das ist vielleicht der Vorteil, dass ich von der Praxis jetzt in die Forschung kippe, über die vielen Jahre habe ich nicht auch bei mir selber erlebt, wie viel Reflexion und Handlungskompetenz brauchte ich, um Mitverantwortung für die Gruppe zu übernehmen oder für eine Gruppe, obwohl ich nicht Führung war. Also dieses innere Zerreißen, wann mache ich meinen Mund auf und wann nicht. Ja? Und das können Menschen nicht einfach so. Also ich konnte es nicht einfach so. Ich hatte andere Ausbilderinnen früher. Ja? So. Das heißt also, ein hoher Punkt ist, und das ist ja die Funktion von Führung gut, die Menschen in der Regel in diesen Reifegrad bringt, damit die selbst irgendwann Führung übernehmen können als soziale Funktion. Das heißt, sie entkoppelt sich dann irgendwann vielleicht von mir als Führungsperson und sie wird eher frei fließend als Funktion. Aber bis das passiert, bis dieser Reifegrad miteinander da ist, Führung auszuhandeln, und Führung aushandeln bedeutet im Kern Konflikt. So, und wenn man sich mal anschaut, was so unsere Konfliktmuster sind, also ich gucke da nur auf mich, das war echt ein langer Weg und irgendwie bin ich immer noch, je nach Kontext fange ich wieder, habe ich das Gefühl, fange von neu an. So, also von daher, das ist ein permanenter Reifeprozess, ein Entwicklungsprozess und den muss ja irgendjemand führen, der entsteht ja nicht einfach so. Und da gibt es eine amerikanische Autorin, Jo Freeman, die hat die Frauenbewegung in den 70er Jahren untersucht. Ich kann das, die hat, das, der Titel heißt The Tyranny of Structurelessness. Das kann ich total empfehlen. Also die Tyrannei der Strukturlosigkeit. Und die hat nachgewiesen empirisch, dass wenn es in Organisationen keine Strukturen gibt, dass es eher dazu neigt, dass Macht nicht verhandelbar wird und eher missbraucht wird von einer Elite, von einem Grüppchen, was sich dann bildet. Und dieses Grüppchen überträgt die Interessen, dominiert sozusagen die Gesamtgruppe und was tatsächlich zu Minorisierungen führt. So, das bedeutet also, die Idee, Strukturen wegzunehmen, führt eher nicht dazu, dass Macht verteilt wird, weil sie ja nicht transparent sind. Ich kann sie nicht einklagen, ich kann nicht mit ihnen in Kampf gehen, sondern sie sind irgendwie da. Und deswegen ist es zentral, dass sozusagen wir bei der Transformation von Führung noch mehr Führung haben, die aber ein Interesse hat, und das ist eine andere Haltung zur Autorität, den Reifegrad von Menschen zu erhöhen, dass sie genau mit diesen Verhandlungsprozessen, dass sie befähigt werden, diese Verhandlungsprozesse zu führen. Eine autoritäre, vertikale Autorität hat kein Interesse, dass Menschen wachsen. Wozu? Ich kann es doch. Okay, also deswegen brauchen wir sozusagen ein anderes Haltungsmodell von Autorität, was den Reifegrad von Menschen erhöht, damit ich mich dann als Führung irgendwann vom Acker machen kann, weil die das selber können. So ist die Idee. Und dann bekommt Führung eine andere Aufgabe. Welche das ist, ich habe keine Ahnung. Weil ich glaube, so historisch, ich habe natürlich nicht alles gelesen, wie soll ich das auch? Ich glaube, den Fall hatten wir historisch noch nicht, den gab es noch nie. Also es wird spannend, wie das wird. Das überspringe ich mal. Das ist auch nicht so zentral. Was mir noch wichtig ist, in den letzten Minuten, warum ich das transformative Autorität nenne. Und dazu arbeite ich, dazu forsche ich. Wie geht es, dass wir, und das ist mein großes Anliegen, dass wir das nicht nur organisational sehen, sondern ich glaube, es ist allen klar, dass wir auch eine Demokratiekrise haben. Und das heißt, wir brauchen sozusagen auch Menschen, die eine andere Interaktionsfähigkeit haben, einen anderen Reifegrad, den sie mit in die Gesellschaft mit reinbringen. Hin zu mehr Demokratie, hin zu mehr Gleichberechtigung. Ich meine, es ist offensichtlich, wenn Sie sich mal anschauen, wer spricht denn zur Autorität? Das sind nach wie vor meist Männer. Es gibt seit letztem Jahr das erste Buch zur Autorität, was zwei Frauen geschrieben haben. Und die Frage ist dort, wie männlich ist Autorität? Das heißt also, wir brauchen sozusagen auch dort bei dem Narrativ zur Autorität, wie sehen wir Autorität, brauchen wir natürlich auch dort Gleichberechtigung. Das ist Gaga. Ja? Also warum sollen immer nur da Männer drauf sprechen? Also insofern ist dieser transformative Ansatz, und deswegen nenne ich das transformative Autorität, die aus dieser politischen Idee von Gandhi und Luther King, die in dem Konzept als DNA enthalten ist, das ist ein politisches Konzept. Auch wenn Haim Omar persönlich sagt, er möchte dazu nichts sagen, das muss man aber im Kontext verstehen, in dem er lebt. Aber es ist ein politisches Konzept. Ich bin durchaus eingebunden in diesen Diskussionszirkeln. Also ich kann das wirklich sagen, es ist ein politisches Konzept. Insofern ist dieser Ansatz, den ich sozusagen in die Organisationen reinbringen möchte oder in die Diskussion bringen möchte, es hat einen transformativen Aspekt, der weit mehr ist, als nur Führung zu verändern. Es geht darum, dass Unternehmen Gesellschafter von Demokratie sind. Und Führungskräfte und Menschen in Organisationen sind Repräsentanten dieser Demokratie.
Also ganz klar, dieser transformative Autoritätsansatz ist auch ein politischer Ansatz, um mit Hannah Arendt zu sprechen. Und in der Mediation gibt es interessanterweise auch einen transformativen Mediationsansatz, der in eine ähnliche Richtung geht. Und deswegen transformativ abgegrenzt, eindeutig zu transaktional oder transformational. Deutlich abgegrenzt. Transformativ ist was ganz anderes. Und da hat Sally Shields 2011 ein wunderbares Buch zugeschrieben. Das kann ich empfehlen. Das heißt Transformative Leadership. So, das bedeutet also zum Schluss, eine transformative Autorität in meinem Verständnis ist eine verkörperte, transformative Führungshaltung mit einem Set von transformativen Handlungen. Sie führt zu einem Musterwechsel hin zu Gleichwertigkeit, Gewaltlosigkeit und bezogener Autonomie. Das bedeutet, natürlich sollen Menschen ihre Autonomie erhöhen, aber sie sind bezogen auf Ziele und andere in Organisationen. Das heißt also, es braucht in jedem Fall die Beziehung miteinander, die sich aber entwickeln kann. Und dann gibt es oder erhöht sich vielleicht die Chance, für Ziele gemeinsam effektiv zu wirken. Nicht effizient, das ist kein Schreibfehler, effektiv zu wirken. Das ist meine Idee. Hier sehen Sie nochmal, ich weiß nicht, werden die Folien eigentlich verteilt, die Präsentation zum Schluss? Über das Internet. Das ist sozusagen das Modell dazu, wie das von unten sozusagen als verkörpertes Mindset oben auf die Handlungsebene geht, auf die Verhaltensebene. So können Sie sich das vorstellen, so hängt das miteinander zusammen und hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, vielleicht in der Diskussion taucht das nochmal auf, aber den Kern habe ich dazu erzählt. Vielen Dank, meine Zeit ist rum.